Genau, Test. Ich bin immer noch in der Testphase hier und ich werde ganz viele Hangouts machen in Zukunft, vor allen Dingen auch mit dem Gnichel Show Team, 2 Jahre nach der Gnichel Show. Ich werde es mal ausprobieren. Heute werde ich hier einfach nur mal ein bisschen testen mit euch zusammen eventuell. Falls es jemanden gibt, der sich total mit Hangouts auskennt, dann möge er mir bitte über Facebook schreiben. Dann hole ich ihn hier rein. Vielleicht kann er ja mit. Oh, was ist denn hier? Google Plus behauptet, du wärst mit dem Gnieche-Account nicht online. Ja, weil ich gerade nicht online bin, lieber Andrea. Aber jetzt, oder nicht online war, jetzt bin ich gerade online. Jetzt, ich habe den Link schon mal vorher geschickt, deswegen. Lieber Andrea, vielleicht. So, und hier müsstet ihr, ihr könnt hier Fragen stellen in einem Feld. Auf Google Plus. Auf Google Plus könnt ihr tatsächlich Fragen stellen, die ich dann beantworten kann. Wie das funktioniert, weiß ich leider noch nicht. Das muss ich jetzt mal rausfinden mit euch, mit eurer Hilfe. So, Moment, ich gehe mal kurz in meine Wichtelgruppe, poste da auch nochmal den Link, damit auch meine Wichtel das sehen. So. Der Joe schreibt Tag Knieche. Hallo. Aber das ist allerdings Jetzt was? unter dem Video auf YouTube. Aber wie könnt ihr die Fragen denn stellen hier? Okay, ihr müsst mir ein bisschen helfen bei meinem allerersten Hangout-Test hier. Meine Frage: Gibt es jemanden unter euch Zuschauern, die sich total. Ah, hier! Jetzt ist er hier! Okay, ich habe es gefunden. Okay. Ja. Dies ist eine Testfrage von Testfrage. Kannst du mir bitte antworten? Ich antworte hiermit. So, zack. Hi, wie geht's? Mir geht's blendend. Jetzt, wo ich das alles hinkriege. Jetzt habe ich heute Abend was vor. Juhu. Okay, gut. Ich wollte das nicht ewig in die Länge ziehen, heute den Test, weil das könnte auch ziemlich langweilig werden, oder? Weil ich habe gar kein Thema vorbereitet. Doch, ich werde, glaube ich, ein Thema möchte ich heute noch mit euch besprechen. Aber ich kann ja auch Fragen beantworten. Hier hat einer geschrieben, yeah. Hier hat einer geschrieben, yay. So, probieren geht über studieren. Und kannst du unsere Fragen im Kommentar lesen? Ja, ich kann sie jetzt lesen. Juhu, es funktioniert. Ich weiß nicht, wo ihr die schreibt. Wo schreibt ihr die denn gerade? Schreibt ihr die einfach unter YouTube oder? Ich stell euch jetzt mal ganz viele Fragen, damit ich hier lerne. So einfach mache ich. Und die könnt ihr einfach hier als Frage, könnt ihr einfach eine Antwort schreiben sonst. Meine Frage ist, wo stellt ihr denn diese Fragen? Ist das direkt unter dem YouTube-Video? Ernsthafte Frage, was für Musik hörst du? Ich höre am liebsten Rhythm and Blues und Funk, Rock'n'Roll natürlich und vor allem Irish Folk höre ich auch sehr gerne. Ich höre eigentlich fast alles gerne, sobald es handgespielt ist. Ich höre nicht so gerne so Konservenmusik, muss ich dazu sagen. So, ich will mal gucken. Ob ich, meine Einstellung, nee, einstelle ich. Ich will mal gucken, wenn ich denn hier. Ja, tut mir leid, ich muss mich hier gerade noch ein bisschen reinfuchsen. Hi Gnichel, hallo, McMuffin. Bei Google Plus direkt. Ah, bei Google Plus direkt war zum Glück auf dem YouTube-Video verlinkt. Ach so, auf dem YouTube-Video ist ein Link zu Google Plus direkt. Aha. Okay, für alle, die das noch nicht gefunden haben, schreiben hier auch, geht wohl doch nicht, Lautsprecher habe ich wohl auch nicht richtig angeschlossen, schreibt meine Mutter gerade. Schade, okay, meine Mutter kann ich doch nicht hier reinziehen, weil sie es nicht hinbekommt an ihrem Computer, aber sie hat das auch noch nie gemacht.
Was ist denn hier alles los? So, okay. Warum wird hier mir so viel geschrieben? Ach so, meine Mutter hat geschrieben. Ey, ich krieg dann auf einmal so viel WhatsApp. Okay, ein Kollege von mir hatte auch gerade kapiert, was ein Hangout ist. So, also da jetzt ziemlich viele Zuschauer schon da sind, noch einmal, dies ist nur eine Ankündigung und ein Test für mich selber, wie man diese Hangouts macht. Ich werde demnächst öfter diese Live-Hangouts machen und ich werde vor allen Dingen auch Themen natürlich machen, wo ihr dann natürlich ich werde Leute hier zuschalten, die hier mitsprechen können mit ihrer Webcam. Ich werde zum Beispiel das ganze Kniche-Show-Team mit reinziehen. Das Kniche-Show-Team wird dann darüber reden, wie es so 2 Jahre nach der Kniche-Show ergangen ist, was jeder macht. Und da werde ich natürlich dann ganz öffentlich über dieses Thema dann natürlich vorher euch bekannt geben. Dann werde ich diesen Hangout machen. Huhu, Kniechel hat mir einer geschrieben. Huhu, wer ist das? Huhu, Iris. Hallo. Auf dem YouTube-Video ist eine Verlinkung zum Hangout. Ja, das ist gut. Hallo, hat mir Sven geschrieben. Google Plus, ich habe den Link im Video angeklickt. Aha, da kann man also einen Link anklicken. Ne? Weiß ich das jetzt auch. Wann macht der Lord eigentlich wieder Videos? Also, dazu noch einmal. Ich werde diese Frage ganz oft gefragt. Die Frage stellt man mir ganz oft. Und zwar, also er möchte gerne wieder Videos machen. Ich möchte auch ständig Videos machen. Ich mache ja auch jeden Mittwoch ein Video. Nur es ist so, wie zum Beispiel mit der Doc-Tessa-Folge, mit der zweiten Doc-Tessa-Folge. Mir fehlt momentan die Zeit. Ich schreibe natürlich tierisch an der Doc-Tessa-Folge gerade und ich werde sie auch drehen. Es wird wahrscheinlich aber erst nach dem Sommercamp was werden, weil das ist nämlich auch demnächst. Und es ist tatsächlich so, wir haben sehr, sehr wenig Zeit. Wer meinen Kanal verfolgt, der sieht, dass wir gerade Beziehungskisten machen, dass wir gerade Cats machen. Die Proben-Vlogs, die werde ich natürlich nach und nach online stellen. Und ja. Es ist nicht das Einzige. In Hamburg spiele ich auch 2 Stücke momentan. Die kann man im September sehen. Immer und ewig und Ahoi. An einem Tag spielen wir die beiden Stücke. Die könnt ihr sehen. Ein Stück dauert aber nur knapp über 1 Stunde. Also kann man ruhig beide Stücke sich hintereinander antun. So, und Max, wie gesagt, der Lord, der will natürlich auch immer weiter Videos machen. Aber er hat ja auch diese ganzen Beschäftigungen. Und nur deswegen macht er sie momentan nicht, weil er keine Zeit dafür hat. So, ich schreibe sie per Google Plus rein, über Google Plus Hangout. Okay, gut. Rechtschaltfläche, neue Frage. Alles klar, das habt ihr damit beantwortet. Könnt ihr das nächste ESC nicht in Kassel-Umgebung machen? Ja, also wir wählen immer einen sehr neutralen Ort, so mitten in Deutschland eigentlich, wo dann so alle hin können. Kassel und Umgebung, da war das letzte Summercamp übrigens. Das war da. Und diesmal machen wir es halt woanders. Bist du schon mal die Treppe hinter dir runtergefallen? Das ist ja auch mal eine tolle Frage. Also ich bin tatsächlich diese Treppe noch nie runtergefallen. Hallo. Ja, hallo. Wie heißt du eigentlich mit richtigem Namen? Ja, das wollen viele wissen. Mal gucken, vielleicht findet ihr das raus. Ich sag nur, bei einem YouTube-Video, da steht mein richtiger Name mit drin. Und in den Programmheften, wenn ihr live zuschaut, mal bei den Musicals und den Stücken, können wir auch so Fragerunden machen, wie man fragen kann, was man will. Ja, machen wir ja schon die ganze Zeit. Also wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal nur ein Test. Da teste ich das mit euch jetzt hier mal aus. Da könnt ihr noch alles fragen, was ihr wollt. Erst wenn ich die Themen-Hangouts mache, dann bitte nur zu den bestimmten Themen. So geht das also mit Diskussionen in Google Plus. Ich glaube, Forbidden Nickname liest immer nur die YouTube-Kommentare unter dem Hangout auf YouTube, glaube ich. Okay. Ja. Testfrage: Wie war dein Tag? Mein Tag war ganz gut. Ich habe noch nicht viel erlebt, aber ich werde gleich noch viel machen. Ich werde gleich zu Max fahren und dann werden wir uns was Schönes noch reinziehen, weil wir brauchen auch mal ein bisschen Auszeit, wo wir mal keine Videos und nichts machen. Hallo Knichel, was war dein peinlichster Moment in deinem Leben? Den werde ich auch bestimmt so öffentlich hier im Internet verbreiten. Nein, das mache ich nicht, das tut mir leid. Aber da hatte ich keine Zeit, letztes Summercamp. Achso, das tut mir leid. Aber bist du in dieses Summercamp dabei? Krishni? Ma? Weiß nicht. Ah, da hat jemand doch meinen richtigen Namen hier reingeschrieben. Ja, stimmt.
Hi Gnieche. Hi Halloween-Kind. Google Plus schreibt ja noch. Hallo Gnieche. Hallo Lammkotelett. Lammkotelett, ja, auch ein netter Name. So, ja, wir machen das mal so. Ich kann meine Mutter hier nicht reinziehen. Trautwein Oberschwank heißt er. Da bin ich mir 0,01% sicher. Genau, ich heiße Trautwein Odenschwank. Das ist korrekt. Ja. So, ich will mal kurz mal gucken. Ah, meine Mutter hört mich. So, ich versuche das nochmal jetzt. Ich versuche nochmal meine Mutter hier reinzuholen, aber ich glaube, es kann nicht, weil sie nicht bei Google Plus angemeldet ist. Deswegen kann sie leider hier nicht mit rein. So, ich will mal kurz gucken, wie habe ich denn das vorhin gemacht, dass ich hier Leute reinhole? Ich weiß gar nicht mehr. Da, Person einladen. So, das habe ich auch. Dann will ich noch mal, ich werde jetzt meiner Mutter noch mal einen Link schicken. Du hörst ja zu, glaube ich. Ich werde dir das nochmal über Facebook schicken. Hat er das falsche Kabel eingesteckt? Ah, okay, guck mal. Schau mal, ob es jetzt geht. Ich habe dir noch was geschickt. Wird das vielleicht ein bisschen peppiger, wenn ich hier jemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann hier, ne? So. Alles klar, Fragen beantworten. Ich frage nochmal, wisst ihr schon, welche Rollen ihr in Catch spielt? Ja? Aber wir machen es ein bisschen spannend. Ihr werdet das in den Vlog sehen. Wir haben das schon gedreht, die Vlogs. Ich drehe die ja immer ein bisschen vorher, und da muss ja noch geschnitten werden und so. Demnächst kommen die Vlogs dazu online. So, drück ihn von mir, wenn du da bist und fühl dich selber auch gedrückt. Okay, den Max, es geht wohl um den Max, den werde ich drücken. Nein, leider nicht. Okay, du bist beim nächsten Summercamp nicht dabei. Kniechel, die Empfehlung für Musicals, die man gesehen haben muss. Also, meine Lieblingsmusicals sind auf jeden Fall Rocky Horror Show und der kleine Horrorladen. Das sind meine absoluten Lieblingsmusicals. Der kleine Horrorladen allein schon wegen der Mucke. Das ist so mein Ding. Also ich mag Musicals am liebsten, wenn sie so richtig, richtig abstrakt sind. Nicht, hier kannst du mich auch einladen, McMuffin. Mal überlegen. Bist du denn schon über 18? Ich darf nur Leute über 18 hier einladen. Ist so. So, was haben wir noch? Vielen Dank, dass du meine Fragen beantwortest. Voll cool von dir. Gerne. So, was haben wir noch? Ach ja, wie funktioniert das mit dem? Wird gerade beantwortet? Klickst du die Frage an oder ist das Spracherkennung? Ich weiß nicht, was du meinst. Wie funktioniert das mit dem? Wird gerade beantwortet? Klickst du die Fragen an? Ja, ich klicke die Fragen an. Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht. Ich habe mehrere. Einmal mag ich sehr, sehr gerne hausgemachte Lasagne Bolognese, wenn sie wirklich hausgemacht ist, also selbstgemacht. Sie muss selbstgemacht sein. Außerdem esse ich am liebsten echt einfach nur richtig geile Rumpsteaks mit schöner Backkartoffeln, am liebsten aus dem Blockhaus. Die Kartoffeln, die schmecken sehr, sehr geil. Ich will ja keine Werbung machen, es gibt auch noch andere geile Steakhäuser, aber ich esse schon gerne im Blockhaus. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Achso, sorry, das war zu random. Ja, wie gesagt, also für alle Leute, denen das jetzt zu random ist hier, nochmal, weil jetzt viele neue Zuschauer da sind, für alle, die das zu random ist, ich mache demnächst themenbezogene Hangouts. Das ist jetzt mein allererster Hangout. Den nehme ich jetzt wirklich nur zum Testen. Das heißt, ich mache das mit euch jetzt zum Testen. Hund oder Katze? Mache ich beides. Ist so. So, was haben wir hier? Wie hast du Lord Abaddon kennengelernt? Wie ich Lord Abaddon kennengelernt habe. Das ist eine witzige Geschichte. Er hat sich damals als junger Mann bei mir beworben in der Knieche-Show. So habe ich ihn kennengelernt. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich kann immer neue Schauspieler gebrauchen, aber ich brauche vor allen Dingen Leute, die Ideen haben
Und dann habe ich mich erstmal lange Zeit nicht gemeldet und dann habe ich ihn zufällig in der Music Company wieder getroffen und da haben wir uns dann richtig angefreundet und später habe ich ihm dann sogar einen Platz in der Gedichteshow geben können. So, wenn du mal Rudolf-Affäre Meierling spielst, bin ich aber sowas von vorne mit dabei, dass ich schon fast wieder hinten an der Technik sitze. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Rudolf-Affäre Meierling ist. Tut mir leid. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. So, bitte grüße den Lord von mir. Ist eigentlich noch Platz im Summercamp frei? Und wenn ja, wo findet das statt? Wo das stattfindet, das werden wir noch nicht sagen, weil sonst kommen da die Leute sonst irgendwie hin. Also ihr werdet das auf jeden Fall wissen, wenn ihr Mitglied der imperialen Herrscharen seid. Dazu müsst ihr in der Facebook-Gruppe die imperialen Herrscharen Mitglied sein. Dann könnt ihr auch mit zum Summercamp. Sonst geht das nicht. So, wann kommt die nächste Doktessa-Folge? Wann die nächste Doktessa-Folge ist, das kann ich leider nicht beantworten. Ich bin noch gerade dabei, sie zu schreiben. Sie gefällt mir noch nicht ganz hundertprozentig. Erst wenn sie hundertprozentig ist, dann fange ich, wenn sie mir hundertprozentig gefällt, dann fange ich an, sie zu drehen. Und ich kann jetzt schon versprechen, dass der Dreh länger dauert, weil es ist sehr, sehr aufwendig, die zu drehen, weil ich verrate noch nicht zu viel. Ich möchte nicht spoilern. Okay, so, ach Gnichel, du bist so putzig. Ich meinte mit random doch mich und nicht dich. Ich finde das hier super. Ach so, das ist ja die Leslie. Leslie, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, Leslie, okay, gut, habe ich verstanden. Ich finde das aber selber auch randommäßig hier. Deswegen mache ich das ja hier erst nochmal, um das hier ein bisschen Fleisch, ja, Fleisch. Ich bin auch Fleischliebling. Liebhaber meine ich. Na, Fleisch mag mich bestimmt auch. Magst du Musical-Filme auch oder nur live on stage gespielte? Also, dazu muss ich sagen, sowohl als auch, wenn sie richtig gut gemacht sind, dann liebe ich die Filme. Ich muss dazu sagen, dass ich Musicals erst nur als Filme kennengelernt habe. Ich habe tatsächlich zuerst mein erstes Musical, das ich gesehen habe, war, glaube ich, auch der kleine Horrorladen. Und zwar der Film. Und deswegen fand ich fand Musical-Filme einfach ganz toll. Dass Musical auch auf der Bühne gespielt werden, das war für mich ganz neu und plötzlich, das muss ich erstmal kapieren, das konnte ich mir damals auch gar nicht leisten, ehrlich gesagt. Und ich habe auch erst in Musicals gespielt, bevor ich mein erstes Musical gesehen habe. Nee, stimmt gar nicht. Nein, stimmt gar nicht. Mir fällt gerade ein, ich habe die Rocky Horror Show gesehen, da habe ich noch nie Musicals gespielt. Das war das erste Musical, was ich wirklich live mal gesehen habe. Das habe ich mittlerweile auch ziemlich oft gesehen, weil das macht Spaß. Da schmeißt man mit Reis und so weiter und so fort. Ich merke gerade, ich brauche gar keine Themen, weil hier sammeln sich so viele Fragen an. Ich brauche, glaube ich, auch gar keine reinziehen. Findest du es auch nervig, wenn sich Leute über den WM-Hype aufregen? Nein, weil ich rege mich selber über den WM-Hype auf. Ich bin selbst überhaupt gar kein Fußballinteressierter und ich lasse jedem sein Ding bloß, aber ich rege mich über diesen Hype auf und dass das über alles gestellt wird. Ich finde, Fußball ist genauso wichtig, Fußball gucken ist genauso wichtig wie für andere, wie für mich zum Beispiel Game of Thrones gucken oder eine neue Folge Agents of Shield. Und ich finde, wenn man freikriegt wegen Fußball, dann sollte man auch freikriegen, weil eine neue Folge Game of Thrones ausgestrahlt wird, so sehe ich das. Was kostet denn das nächste imperiale Summer Camp? Würde gern mitmachen, aber wohne ein Stück zu weit weg und wollte erst den Preis wissen, bevor ich zu oder absage. Preis weiß ich gar nicht, weil ich mache den gar nicht, den Summer Camp. Da müsstest du imperial Mitglied der imperialen Herrscharen sein und in dieser Gruppe mal fragen. So einfach ist das. So, mit welchem Schauspieler wolltest du schon immer spielen oder so? Wie man das schreibt. Mit welchem Schauspieler ich schon immer gerne zusammenspielen wollte. Mit welchem Schauspieler wollte ich auf jeden Fall immer gerne zusammenspielen? Ich weiß es nicht. Also ich kann das gar nicht so sagen, weil also ich kenne ganz viele Schauspieler, denen ich das selber schon mal gesagt habe. Boah, mit dir will ich unbedingt mal zusammenspielen. Das ist zum Beispiel, ja, Stefanie Döbler ist eine Schauspielerin, gerade mit der ich zusammen immer und ewig. Und Ahoi spiele, das ist aber ein Liederabend, das ist kein Theaterstück. Der habe ich zum Beispiel mal gesagt, ich finde, sie ist eine unglaublich gute Schauspielerin, was gesprochenes Theater angeht. Und mit der würde ich gerne mal ein gesprochenes Theaterstück, ohne Musical, ohne Musik spielen zusammen. So, nächste Frage. Hast du eine Idee, was ich auf YouTube für Videos machen könnte? Ich kann meine Stimme verstellen, ich bin witzig und so weiter. Ja, Jens, dann würde ich doch sagen, mach darüber Videos. Ich finde, jeder muss selbst entscheiden, über was er Videos dreht.
Ich persönlich gucke tatsächlich am liebsten YouTube-Videos über Künstler. Das heißt, wenn Sie irgendwas Tolles kennen. Ich gucke unglaublich gerne Jenya, also Equitas, und ich gucke auch unglaublich gerne Marti Fischer, beides gute Freunde von mir geworden. Und die gucke ich aber auch sehr gerne, weil sie künstlerisch echt was drauf haben, finde ich. Kannst du mal was vorsingen? Was ist das denn jetzt? Wie soll ich denn was vorsingen? Das machen wir später. Übrigens plane ich auch ein Hangout mit dem guten Dr. Tief. Da werden wir einfach nur ein Konzert-Hangout machen. Das heißt, wir werden Songs von uns hier live vorspielen und werden zwischen den Songs dann natürlich auch ein paar Fragen von euch beantworten. Das werde ich auf jeden Fall machen. So, mal gucken. Hast du noch einen Nebenjob? Ja, also es ist so, dass viele Schauspieler leben wirklich nur von der Schauspielerei, haben dann aber das Problem, dass sie oftmals kein Geld zur Verfügung haben, weil sie viel nur proben und so. Und also ich kenne eigentlich viele Schauspieler, die nebenbei was anderes machen. Einige kriegen Gott sei Dank immer wieder Jobs, dass sie gar nicht dazu kommen, nebenbei was machen. Das ist gut, aber das ist nicht so oft. Und viele geben halt Instrumentunterricht, also in dem, was sie spielen oder so. Und ich habe auch nebenbei einen Job, aber das ist ganz stinklangweilig. Da, ja, da bin ich halt im Einzelhandel tätig. Aber man braucht einen soliden Job, sage ich. Leute, ne? Ist so. So, Knieche, spielst du ein Instrument? Ich spiele viele Instrumente, ein bisschen. Ich spiele kein Instrument perfekt. Es reicht immer, um Songs zu schreiben, die ich mit anderen Musikern dann komponiere oder meine Band. Ihr könnt auf meinem Kanal, könnt ihr auch ein paar Lieder sehen, die ich geschrieben habe, die meine Band dann perfekt umgesetzt hat. Du bist einfach cool. Ja, danke, Jens. Du bestimmt auch. Du bestimmt auch. Ich dachte, das wird ein ganz kurzer Hangout, aber ihr kommt doch tatsächlich viele, viele, viele Fragen von euch. Das ist ja unglaublich. Ich bin überwältigt. Kommt mal eine Zeitmaschine in einer Doc-Tessa-Folge vor? Das kann ich noch nicht versprechen und ich will auch nicht spoilern. Also in der ersten Staffel ist es bis jetzt noch nicht geplant. Die erste Staffel, die existiert schon komplett in meinem Kopf. Da ist es aber noch nicht geplant. Wie schreibt, na, wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's ganz gut, siehst du ja. Marti ist mein Lieblings-YouTuber. Meiner auch, muss ich ehrlich sagen. Meiner auch. Knichel, bist du eventuell als Rum-Tagger zu sehen? Wenn ja, werde ich nach Hamburg fahren müssen. Nein, bin ich nicht. Den spiele ich tatsächlich nicht. Das kann ich verraten. Ich glaube, Max spielt den. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wie gesagt, das werden wir in den Vlogs noch auflösen. Knichel, lass dich knuddeln. Komm vorbei, Mensch. Endlich mal jemand, dem das Ganze auch so aufgeht wie mir. Danke. Was meinst du jetzt? Geht auf. Die YouTube-Sache hier, oder was meinst du? So, lustig, am Samstag mache ich Lasagne. Ja, dann lad mich ein. Mein momentan favorisiertes Rezept. Oh, hast du mir auch geschrieben, das ist ja nett. Aber ich mache sie am liebsten nicht selber, sondern esse andere gemachte, weil ich da faul bin. So, kennst du einen deutschen YouTuber? Natürlich, ich kenne nur deutsche YouTuber. Ich kenne gar keine anderen YouTuber. Ich kenne nur deutsche. Sieht man ja im Doctesso-Video eigentlich. Da spielen gleich drei mit. Equitas, Lord Abaddon und Marti Fischer spielen damit. Im Doctesso-Video kann ich nur empfehlen. So, nächste Frage. Ich muss sagen, dass das ein sehr schickes Hemd ist. Und das war wieder voll vom Thema ab. Ja, ich habe aber auch eine sehr schicke Hose dazu. Und sehr schicke Strümpfe an. Hier. Okay, nächste Frage. Was Max spielt, weiß ich bereits, was er spielt. Ah, okay, gut. Ja, Max ist immer sehr, sehr schnell. Der verrät immer sehr, sehr schnell Sachen. Das stimmt. Falls du mal einen Film drehst, kann ich dann mitspielen? Sorry, mir war gerade ein bisschen langweilig. Schick mir ein Bewerbungsvideo. Schick mir ein Video, wo man sieht, wie du bist, wie du redest, was du machst. Und wenn du keinen Skrupel hast, mal nach Hamburg zu kommen und ich sehe irgendwann eine Rolle. Also ich muss dazu sagen, ich kriege ganz, ganz oft diese Anfragen, darf ich bei dir mitspielen? So habe ich ja auch Max kennengelernt, der gefragt hat, ob er bei mir in der Show mitspielen darf. Ich muss dazu sagen, schick mir ein Video, wenn ich mal eine Rolle habe und denke, boah, da habe ich doch noch ein Bewerbungsvideo, die passt ja wie Arsch auf einmal, dann werde ich mir das auf jeden Fall überlegen. Ne? Sorry wegen Spam. Wieso? Spam, ich habe Spam ganz gerne. Also Spam wohnt in Süddeutschland und der war auch beim Summercamp dabei. Also für den musst du dich gar nicht entschuldigen.
So, wann trifft man dich mal wieder in der Skype-Gruppe? Ja, selten. Ich bin selten zu Hause. Aber es ist schön, dass sich eine wichtige Skype-Gruppe gegründet hat. Falls ihr das noch nicht wisst, es gibt auf YouTube eine Wichtel-Gruppe, Knichels Wichtel. Falls ihr gar nicht wisst, worum es geht, es gibt einen Song, der heißt der Knichels Wichtel-Song. Da habe ich ein Video gedreht, könnt ihr mal YouTuben, also auf YouTube finden. Knichels Wichtel-Song heißt der. Und daraus hin hat sich eine Gruppe gegründet auf Facebook, Knichel Wichtel. Das ist so eine Gruppe, die helfen sich immer gegenseitig und es wird auch nur Positives gesprochen, das ist die oberste Regel. Und das ganze Video, der ganze Song ist ja damals nur gemacht, um gute Laune zu verbreiten. So, sieht man dich auf dem nächsten Stammtisch am 12.07. Ich kann es nicht versprechen. Ich muss sowas immer ganz spontan entscheiden, weil ich sehr viel eingespannt bin momentan und auch ganz viel schreiben muss. Zum Beispiel die Doktessa-Folge. Ich muss sie unbedingt fertig schreiben, die zweite Folge. So, was haben wir hier? Magst du Bratwurst? Ja, tolle Frage. Tolle Frage. Victor, also alias Aiblali, wird sich bestimmt auch freuen. Ich sollte mal andersrum anfangen. Hier unten fange ich mal an. So, was hältst du von Apple War? Also, Apple War kann ich nicht zu sagen, weil ich die gar nicht kenne, bis auf Micha Sperling. Das ist einer von Apple War. Und den mag ich, weil ich den kennengelernt habe und mich mit ihm auch angefreundet habe. Und den mag ich. So, da kommt wieder die Frage, wann kommt die nächste Doktessa-Folge? Ja, habe ich heute schon ein paar Mal beantwortet. Aber die nächste Doktessa-Folge, die kommt. Also sie ist schon im Kopf geschrieben. Ich bringe sie gerade auf Papier. Und ich fange erst an zu drehen, wenn es mir hundertprozentig gefällt, wenn ich sage, ja, so kann ich sie drehen, die Folge. Ich kann nur versprechen, es gibt etwas, was ihr bestimmt schon immer sehen wolltet und noch nie gesehen habt. So viel kann ich versprechen, aber ich will nicht spoilern. Wie wäre es mit einer Zeitmaschine in einer der Doktessa-Folgen? Also, ich muss dazu sagen, ich mag Zeitparadoxen nicht, die dadurch entstehen durch eine Zeitmaschine. Vor allen Dingen, wenn man die Vergangenheit ändert und dann ist alles ganz anders. Ich bin absoluter Star Trek-Fan. Ich finde es bloß schade, was sie gemacht haben in den neuen Star Trek-Filmen. Da haben sie mein ganzes Star Trek-Universum verändert, indem die in die Vergangenheit gegangen sind. Und man kann nicht mehr meckern, weil sie alles logisch gemacht haben. Und man kann als Star Trek-Fan echt nicht meckern. Das ist das Gemeine. So, könnt ihr mal was in Österreich machen? Also, ich werde, falls ich wirklich mal irgendwann in Österreich bin, werde ich es bekannt geben. Und ich kann es vorher, also es ist nichts geplant, so viel kann ich sagen. So, nächste Frage. Ich habe nun auch mal eingeschaltet. Hallo Jenny. Gut, das war jetzt keine Frage, aber jetzt ist die Frage. Was hältst du von Starlight Express? Starlight Express ist nicht so mein Musical, muss ich ehrlich sagen. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag Musicals nicht so gerne sehen, wenn sie hauptsächlich auf Tanz oder so Rollschuh-Tanz oder so ausgelegt sind. Ich mag Cats auch gar nicht so gerne ansehen als Zuschauer, aber ich mag es unglaublich gerne spielen, habe ich gemerkt. So, nächste Frage. Ein guter Kumpel von mir hat heute Führerschein bestanden. Magst du ihn beglückwünschen? Schaut er mir zu? Also, wenn er jetzt zuschaut. Kumpel von Krishni. Wie immer du heißt, du hättest ja mal den Namen hier zuschreiben können. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Führerschein. Na, voll cool. Das beglückwünschen wir noch immer. Freue mich schon, dich wieder auf dem ISC zu sehen. Wichtig zum Üb. Okay, das finde ich cool. Ich freue mich auch, wer immer du bist. Ich weiß nicht, wer du bist, Multistar. Star Trek-Fan, das ist schon mal gut. Juhu, ein Star Trek-Fan auf dem Summercamp. So, nächste Frage. Ist Gnichel dein Nachname oder Künstlername? Gnichel ist tatsächlich mein Künstlername, der ist eingetragen und er steht auch in meinem Personalausweis. Da fällt mir ein, ich muss meinen neuen Personalausweis abholen, der ist schon, liegt schon abholbereit. Gut, dass du diese Frage gestellt hast. Ja, also er steht tatsächlich auch in meinem Perso. Er ist eingetragen und rechtlich und ich darf damit auch unterschreiben und alles Mögliche. So, der Doktessa soll eine Wunschmaschine bauen. Geht das? Ich will mich zu dir wünschen und knuddeln. Das ist ja lieb. Ja, dann lässt sich bestimmt mal einrichten. Komm, entweder zum Summercamp, da hat man mich 7 Tage lang, oder komm mal nach Hamburg. Oder ich werde bestimmt auch nochmal irgendwie ein Fan-Treffen machen und werde das dann ankündigen, wo das ist. Immerhin hatten wir schon mal ein Fan-Treffen in Berlin, da warst du doch dabei, wenn du die Vivi bist. Bist du auf jeden Fall dabei gewesen. So, nächste Frage. Magst du Musical-Filme auch oder live und stage? Die habe ich doch schon beantwortet. Die habe ich schon beantwortet. Ist das derselbe gewesen?
Ja, ich glaube, das war genau die Frage. Guckst du amerikanische YouTuber? Wenn ja, welche? Ich gucke tatsächlich keine amerikanischen YouTuber. Doch, eine Gruppe gibt's, die machen, die habe ich gerade erst kennengelernt, die machen so diese Disney, die machen so Disney-Verarschungen, den finde ich total toll. Und die haben auch dieses Facebook-Lied gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, irgendwie ADM TV oder irgendwie so. Die finde ich gut, die habe ich sogar abonniert. So, nächste Frage. Okay, kein Rudolf, aber Max als Phantom der Oper mit Edna als Angebetete, auch nochmal so eine Idee. Ja, eine nette Idee. Ich weiß immer noch nicht, was Rudolf ist. Ist das auch ein Musical? So, da guckt man 5 Minuten nicht aufs Handy und schon 567 WhatsApp-Nachrichten. Was sind deine Hass-Musicals? Wie 567 WhatsApp-Nachrichten? Die habe ich denn, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe ja auch 1000 WhatsApp-Nachrichten. So, was sind deine Hass-Musicals? Ich habe keine Hass-Musicals. Also, ich hasse sowieso nie irgendwas, vor allem nichts, was Leute geschrieben haben. Das finde ich immer bewundernswert, dass Leute irgendwie was schreiben und ich finde irgendwas mal nicht so gut oder so, aber Hass-Musicals habe ich wirklich nicht. Also, das müsste schon wirklich echt ganz, also, das habe ich noch nicht kennengelernt. Etwas, was ich, also, da muss das echt mit ganz schiefen Stimmen gemacht werden oder so, dass ich das hasse. Findest du es auch nervig, wenn sich Leute über den WM-Hype aufregen? Das habe ich doch schon beantwortet. Ne? Wieso verschwinden die Fragen denn gar nicht? Muss ich denn wohl hier auch fertig machen? Wahrscheinlich. So. Ja, ich glaube, ich muss auch fertig machen. Aha. So. Warum hast du denn bei dem Werbespot mitgemacht? Wie, warum ich da mitgemacht habe? Weil ich Schauspieler bin und dafür bezahlt werde, dass ich irgendwo spiele. Deswegen habe ich in einem Werbespot mitgemacht. So, zum ISC gibt es WM-Verbot. Ja, das finde ich gut. Ich mag WM nicht. Ich mag Fußball allgemein nicht. Aber ich habe nichts gegen Leute, die das mögen. So, hallo Kniechel, wink. Ja, wink. Ach, Miriam! Hey Miri, grüß Nächste Frage. Wie lang wird der Hangout maximal laufen? Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich den schon lange beendet haben, aber hier kommen so viele Fragen und die möchte ich beantworten, weil ich ja auch gerne für euch da bin. So, wie stehst du zu Fußfetischisten? Ich finde es schon mal sehr witzig, diese Fragestellung. Wie stehst du zu Fußfetischisten? Finde ich sehr gut. Also ich, wenn ich mal einen begegne und weiß es gar nicht, dass er einer ist, stehe ich wahrscheinlich direkt daneben. Ja, was weiß ich, jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Ich habe ja auch nichts gegen Leute, die WM gucken. So, nächste Frage. Kennst du Homestuck? Ne, kenne ich nicht. Kenn ich wirklich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Tut mir leid. Ich bin alt. Das ist wahrscheinlich irgendwas Neues. Sorry, ich wollte schreiben. Kennst du einen deutschen Let's Player 3? Kenne ich auch nicht. Tut mir leid. Kann ich nur mit einem beantworten. So. Vielen Dank. Habe gerade Max Lord Abaddon bei Facebook gefunden. Habe ihm eine Anfrage versendet. Einfach cool. Ja. Toll, toll. Schön gemacht. So, bezüglich Dr. Esser, wie geht's ihm denn? Hat man bereits aufgeklärt, wer jetzt wirklich dahinter steckt? Ich verdächtige ja Nummer 15. Wie? Was meinst du, wer wirklich wohinter steckt? Wohinter denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Wer wohinter steckt? Schreib's mir nochmal. Duck Princess, bitte nochmal, was du meinst. Ich komme vielleicht nächstes Jahr zum Sommercamp und bringe ganz viele Grün oder Bärchen mit. Die schmecken dir ja. Ah, okay, du bist die Vivi aus Berlin. Alles klar, jetzt weiß ich es bestätigt. So, nächste Frage. Wie schon gesagt, sorry wegen Spam. Ich habe die ganzen Doktessor-Fragen geschrieben. Ach so, oh, meine Wasserflasche ist gekommen. Du hast also die ganzen Doktessor. Also ist ja nicht schlimm. Ich freue mich, dass die Doctessa-Serie, dass der erste Teil so gut ankommt. Da freue ich mich wirklich tierisch drüber. Ich habe ja echt gedacht, erst, oh, wenn ich eine Story im Lord Abaddon-Universum einfach so schreibe, viele Fans vielleicht von Lord Abaddon, oh, was pusht der da drin rum und so, da war ich mir nicht ganz so sicher. Und dann habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass das doch so gut ankam. Nee, die WM und vorbeikommen gestaltet sich etwas schwierig. Ich komme aus der Nähe von München. Es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, worauf sich das bezieht, ehrlich gesagt. Ihr müsst nochmal schreiben, dann, worauf sich das bezieht. Weil ich habe in der Zeit jetzt schon viele andere Sachen beantwortet. So, in welche Richtung geht jetzt eigentlich Dr. Tessa? Kommt jede Folge eine neue Erfindung? Nein, so wird es nicht sein. Ich kann nur, ich möchte wirklich nicht viel verraten. So viel vorweg. Ich kann nur sagen,
Der Doc-Fester wird einen roten Faden bekommen und es wird Cliffhanger geben. Wer Cliffhanger hasst, tut mir leid, aber es wird Cliffhanger geben. Weil ich habe da sehr, sehr viele Ideen schon bekommen. So, wie viele Nummern gibt es eigentlich? Wie viele Nummern es gibt? Meinst du Klone oder was? Die Nummern der Klone, da gibt es sehr viele. Also das ist noch nicht bekannt. Oha, schicke Hose. Nun dreh dich erst einmal, sonst kann ich das nicht beurteilen. Ja, nee, ist klar. Ich halte meinen Arsch in die Welt, oder was? Na gut. So, okay, du willst also, dass ich mich erstmal drehe. Ja. Okay, gefällt dir die Hose, ja? Gefällt sie dir? Okay, ich habe meinen Arsch in die Welt gehalten. Juhu. So. Der Stream, machst du ihn auf den TV oder Computer? Ach so, also dazu muss ich sagen, mein Computer ist am TV. Ich gucke auf meinem Großbildschirmfernseher, habe ich meinen Computer dran. Ja. Deswegen wirkt das wohl so groß. So, drehen wir auf dem ISC wieder ein Wichtelvideo. Habe ich tatsächlich nicht geplant. Mal gucken, vielleicht fällt mir spontan ein. Bringt mal eure Wichtelmützen vorsichtshalber mit. Ich habe noch nichts geplant. Vielleicht, falls ihr Ideen habt, schickt sie mir, dann drehe ich auf jeden Fall was. So, was ist das hier? Ah, Gnichel, du meinst AV-Byte. Das kann sein, AV-Byte. Ich glaube, AV-Byte heißen die, die ich gut finde. Wie findest du Cosplay? Also, das ist ja eine Frage. Ich liebe es, verschiedene Rollen zu spielen und verschiedene Kostüme dazu an. Ich spiele Herbert Krause, Doc Tessor, ganz, ganz viele Horst und wen ich alles spiele. Und da liebe ich es doch, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Wie soll ein Schauspieler, bitteschön, der es liebt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, wie soll der Cosplay nicht mögen? Also natürlich mag ich Cosplay deswegen, weil Cosplay ist für mich nichts anderes. Ne? So. Fantreffen mal in München, weil hier in Bayern ist YouTube-technisch nie was los. Es tut mir ja leid, dass da nie was los ist. Es tut mir echt leid, aber Bayern ist auch weit weg. Also wenn ich da unten bin, werde ich auf jeden Fall ein Fan-Treffen machen. Auf jeden Fall. So, nächste Frage. Kommt jetzt eigentlich in jeder Doktor-Folge eine neue Erfindung? Eigentlich habe ich das schon. Okay, ich muss die wirklich irgendwie mal wegklicken danach. Kannst du mir ein Autogramm von dir und von Max per Post schicken? Klar kann ich das machen. Also, das ist ganz einfach. Unter meinen YouTube-Videos, da steht mein Postfach. Ja? Und ihr könnt an mein Postfach einfach einen frankierten Briefumschlag in einem anderen Briefumschlag schicken und einfach schreiben, ich hätte gerne in diesem frankierten Briefumschlag ein Autogramm von euch beiden oder von dir oder hast du nicht gesehen, dann schicke ich das zurück. Klar, kein Problem. So, nächste Frage. Wie alt bist du eigentlich? Dazu gibt es nur eine Antwort. Das sieht man doch. So, nächste Frage. Rudolf, Sohn von Elisabeth. Ah, alles klar, ist ein Musical und erzählt seine Lebensgeschichte. Alles klar, habe ich tatsächlich schon mal von gehört. Da hat mir die Anna, eine gute Freundin von mir, neulich gerade von erzählt. Stimmt, jetzt weiß ich auch. Was hältst du eigentlich von homosexuellen, bisexuellen Menschen? Was soll ich davon halten? Davon halte ich genauso viel wie von Heterosexuellen. Also ich bin wirklich stockhetero, habe auch sehr, sehr viele homosexuelle oder bisexuelle Freunde, die genauso sind wie hetero. Also diese Frage finde ich immer ein bisschen blöd, weil dann kannst du einfach nur fragen, wie findest du Menschen? Das wäre vielleicht. Und selbst die kann man nicht stellen, diese Frage, weil ich finde sie natürlich, indem ich sie suche. So, also, so, nächste. Kennst du vielleicht Nick Pitera? Er könnte dir vielleicht gefallen. Also, was er halt macht. Kenne ich tatsächlich nicht. Muss ich mir angucken. Nick Pitera. Keine Ahnung. So, wollen wir nicht mal ein Wichtel-Theaterstück machen mit dir und den Wichteln? Ja, gut, wenn ihr Zeit habt, zu jeden Proben hier hochzukommen. Gucken, ja, die Idee ist ganz witzig. So, was ist der erste Moment deiner Kindheit, an den du dich erinnern kannst?
Schade, dass meine Mutter es jetzt nicht geschafft hat, hier mit online zu sein. Das wäre ganz witzig gewesen, glaube ich. Was ist der erste Moment einer Kindheit, an den du dich erinnern kannst? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann die Frage leider nicht beantworten, tut mir leid. Ich kann mich da nicht dran erinnern. So, nächste Frage. Wenn du nicht in Einhorn nächste Woche bist, dann sehen wir uns auf jeden Fall im ESC. Gruß Jackie. Ah, ja, Gruß Jackie. Ach, du bist das Halloween-Kind. Ja, Grüße zurück. Nächste Frage. Der Christoph hat ja das WGEN. Achso, der Christoph hat das wegen dem Österreich gefragt. Achso, kannst du auch dort vielleicht ein Fan-Treffen machen? Es ist nicht geplant, dass ich dahin fahre, aber wenn ich nach Österreich fahre, dann werde ich auf jeden Fall ein Fan-Treffen auch machen. So, ja, sie gefällt mir, danke. Leslie, soll ich dich vielleicht hier mit reinziehen? Möchtest du mit mir reden? Sag einfach, ja, zieh mich mit rein, Baby. Dann hole ich dich mal hier rein, dann kannst du gerne mit mir reden, dann ist das vielleicht. Kannst du mal wieder Dr. Tessa reden und lachen? Wie soll ich denn wieder Dr. Tessa reden oder lachen? Das kann ich doch in diesem Outfit gar nicht. Kann ich ja doch, verdammt. So, wie viele Sprachen sprichst du? Sind da auch Fiktive dabei, also Elbisch oder Klingonisch? Ich spreche gar keine, richtig, nicht mal Deutsch. Wenn du Dr. Tief fragst, spreche ich gar keine. Also, und Klingonisch finde ich gerade mein Wörterbuch nicht. Ich habe ein Klingonisch-Wörterbuch, das finde ich gerade nicht. Und das spreche ich auch nicht auswendig. Was meinst du, wie viele deiner Zuschauer jetzt kommen zum ESC? Nee, ich habe doch gar nicht verraten, wo das ist. Deswegen keine Panik. Ich habe nicht gesagt, wo das ist. Was hältst du von Creepypasta? Jeff, für Killer Slenderman. Ich kenne Creepypasta ist so Gruselspiele, glaube ich, meinst du. Slenderman habe ich mich tatsächlich gegruselt. Musste mal Max fragen. Also wenn man das gefilmt hätte, das wäre witzig gewesen. Aber ich Jeff, für Killer kenne ich gar nicht. So. Wie ist der Doctesso bzw. die Idee zu dieser Person überhaupt entstanden? Die Idee ist entstanden für das Musical Sky Valley. In dem Musical Sky Valley 2007 habe ich erstmals den Doctesso gespielt. Der hieß damals noch der Redakteur. Das war ein Redakteur einer Zeitschrift. Und dafür habe ich den eigentlich erfunden. Und später, als Max sagte, ja, er macht jetzt Lord Abaddon und so, da habe ich gesagt, ihm fehlt eigentlich ein Wissenschaftler. Und dafür habe ich dann den Redakteur umgebaut zum Doctesso gemacht. So, falls es nicht zu nervig ist, der besagte Kumpel guckt dir gerade zu, weil er es mir nicht glaubt. Hallo besagter Kumpel, alles Gute zum Führerschein! So, nein, ich habe, glaube ich, die Antwort auf die Doktessa Identitätsfrage verpasst. Achso, ja, tut mir leid. So, wie bist du zu dem netten Stuhl gekommen? Den habe ich mir gekauft, weil ich es nicht mag, von meinem Sofa runter auf den Tisch zu gehen und zu essen. Dieser Tisch hier, da möchte ich nicht runtergehen und deswegen habe ich mir diesen Stuhl gekauft, weil der halt klein ist. Und dafür habe ich den tatsächlich gekauft, weil ich so viel lieber sitze. So, fertig. Kann man auch ein Autogramm von dir und Lord Abaddon haben? Aber natürlich, ich habe es gerade schon mal gesagt, schick mir einfach einmal ein Postfach, einen frankierten Briefumschlag, schreib da rein, ich hätte gerne ein Autogramm von dir und Lord Abaddon und dann schmeiße ich den wieder in den Briefkasten. Zockst du manchmal Comp Games? Nee, mache ich tatsächlich gar nicht, habe ich keine Zeit zu, ehrlich gesagt. Habe ich wirklich null Zeit zu. Ich schreibe dann doch lieber die Doctesso-Folge fertig. Es erwarten doch viel mehr Leute drauf, anstatt dass ich mich hier hinsetze und spiele. Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich mich gerade schäme wegen den Doc-Fragen. Muss ich doch nicht schämen. Hallo? Dafür ist es doch da. Fragen stellen hier. Zack. So, könnt ihr nicht mal das ESC so zentral gelegen in Deutschland machen? Machen wir doch eigentlich ziemlich zentral. Also das letzte war auch sehr zentral, finde ich schon. Schon gut aus dem Süden, war ein bisschen weiter. Hast ja recht, aber... So, ich verabschiede mich, Knieche. Ich gehe jetzt den lieben Frodo auf Twitch gucken. Okay, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Lieber. So.
Gibt es ein selbstgestecktes Ziel, das du für deine Karriere hast, was du als Schauspieler erreichen oder getan haben möchtest? Regisseur eines Films, eigenes, also komplett selbstgeschriebenes Musical. Witzigerweise, das nächste Musical, was wir spielen, beziehungsweise das habe ich sogar geschrieben. Ich habe auch schon viele Theaterstücke geschrieben, also so ist das nicht. Ja, klar, ich würde gerne mal einen richtig großen Kinofilm spielen, also eine Hauptrolle in einem Kinofilm, das wäre schon was Tolles. Aber da habe ich momentan wenig Zeit für. So. Sehr Knieche, kann ich nicht lesen, tut mir leid. Ich habe auch vor kurzem meine Ausbildung fürs erste Jahr bestanden. Ja, super, toll. Auch Glückwunsch. Achso. Was ist denn jetzt hier? Ich weiß gerade gar nicht, wie man da dazu kommen kann. Diese Hangouts haben mir schon mal Kopfzerbrechen bereitet. Ja, ich würde dir einen Link schicken und dann kommst du hier rein. Ganz einfach. So ist das. Ne? Und dann, pass auf, ich schicke dir den jetzt einfach mal und du entscheidest selber, ob du da jetzt anklickst oder nicht. Wo schicke ich dir den am besten? Ja, wo schicke ich dir den jetzt am besten? Ich schicke dir den hier über Google Plus, kann man nicht. Kann ich hier keine Nachrichten schicken? Okay, pass auf, wir machen das so. Der einzige Kommunikationsweg ist ja anscheinend YouTube mit dir, liebe Leslie. Und ich schicke dir jetzt über deinen YouTube-Kanal schicke ich dir jetzt mal den Link, mit dem du hieran teilnehmen kannst. Wo eigentlich? Da nicht. Können wir hier Nachrichten schreiben? Ist da auch nicht. Kann ich denn hier Nachrichten über YouTube schreiben? Mensch, das ging doch hier immer. Warum kann ich denn da jetzt nicht mehr drüber schreiben? Wo ist denn das hin? Das war doch hier früher immer bei Kanäle, Kanalinfo. Da, Kanalinfo, Nachricht schreiben. Okay, da tue ich dir jetzt mal den Link rein. Wenn du daran klickst, kommst du hier mit rein. Entscheide selbst, ob du kommen möchtest. So. Steht hier? Ah, ja, natürlich. Über Skype wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich glaube, dann lege ich das hier ein bisschen lahm, wenn ich jetzt Skype mache. Wie groß, klein suchst du aus, bist du eigentlich? Ich bin 1,85 groß. So, nächste Frage. Zieh mich mit rein, Baby. Bist du denn schon? Ja, bestimmt über 18, stimmt. Ja, ich will nicht zu viele reinziehen, sonst ist das wieder so ein Chaos wie letztes Mal. Gibt es etwas, worauf du dich momentan besonders freust? Ich freue mich gerade darüber, dass hier so viele Fragen auftauchen. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich mache das Ding hier eine halbe Stunde und dann ist das fertig. Aber ich weiß gar nicht, wie lange das läuft. Schon läuft das schon ewig. Das Prinzess will mit rein. Ach so. Ja, wie gesagt, ich will wirklich diesmal nicht zu viele Leute reinziehen, weil ich sag mal so, ich mache mir eine Regel. Jeder, der über 1000 Abonnenten auf YouTube hat, den ziehe ich hier mit rein. Und Somehow Creative ist eine ganz tolle YouTube-Kollegin von mir. Die ziehe ich hier mit rein. Sind 45 Minuten nicht ein bisschen sehr lang für einen Test? Ja, das sage ich ja gerade. Es tut mir leid, das sollte eigentlich nur ein Test sein, aber hier tauchen ja immer wieder Fragen auf die ganze Zeit und ich will die alle beantworten, weil ich das so toll finde. Ich habe eingeplant, jetzt, außerdem teste ich jetzt mal jemanden hier reinzuziehen, ne? Ich habe ein geplantes Format für YouTube. Format wird übrigens mit F geschrieben. Immer so. Da ich vorhabe, Moderator zu werden, habe ich eine Quizshow geplant. Die heißt YouTube Millionär. Was hältst du davon? Ja, mach. Immer machen. Machen. Wenn ihr Ideen habt, macht es. Und verratet es immer nicht so früh schon. Sonst mache ich jetzt eine, die so heißt. Und dann guckst du aber doof. Dann habe ich dir die Idee geklaut. Immer einfach machen. Nicht vorher so viel sagen. Ich wette, bis 11 Uhr hat jemand geschrieben. Hey, warum sitzt du vor der Couch und nicht auf ihr? Das kann ich sagen, weil mein Tisch so niedrig ist. Mein Tisch ist so niedrig. Und dann muss ich immer mich runterbücken. Und so finde ich es viel praktischer. Bei den Videos sitze ich doch immer drauf. Ich habe hier so viele über Facebook, sehe ich gerade.
Achso, meine Mutter wünscht mir noch viel Spaß. Moin Knie, hier schaust gerade dein Hangout und finde ihn ganz schön gut. Echt, ich mache doch gar nichts. Da stellt sich mir folgende Frage. Machst du wieder eine Videoserie zum Summercamp wie letztes Jahr? Finde ich ganz schön. Natürlich mache ich das. Das kann ich versprechen. Das ist alles schon geplant. Du hast ein klingonisches Wörterbuch, bringst du das mit? Dann können wir klingonisch unterhalten auf dem Summercamp. Das, wie gesagt, ich habe das nie gelernt. Ich habe nur das Ding. Pauli hat mir auch geschrieben, Knie, hier in deinem Livestream klingst du ja mal wieder... Bist du wieder Flachwitz-King? Ja, ich bin immer Flachwitz-King, hallo? Freust du dich auch schon aufs ISC wie ich? Ah, du kommst auch mit. Ja, cool, natürlich freue ich mich da drauf. Aber selbstverständlich freue ich mich wie Hulle. Wie Hulle. Oh, das hört gar nicht auf mit Fragen hier. Als ich ziemlich reingeschrieben habe, war das vor 20 Minuten. Oh, Entschuldigung, ich werde schlafen gehen. Ach Mensch, das ist ja schade. Gute Nacht auch an die Zuschauer. Ach so. Ja, okay, tut mir leid, dass das so lange dauert hier, aber ich beantworte die Fragen der Reihenfolge nach. Schade, ich habe erst 15 Abos, ja. Tut mir leid, aber ich mach das mal so als Regel, weil ich meine das nicht böse, es ist nur so, wenn ich es irgendjemandem erlaube, dann wollen alle und dann wird es ungerecht, weil dann sagen die Leute, oh, warum ziehst du die rein und mich nicht und so. Das so als Erklärung. Und deswegen sage ich mir mal, es gibt nicht so viele YouTuber, die hier jetzt vielleicht zuschauen, die über 1000 Abos haben. Und deswegen kann man das ein bisschen eingrenzen. So als ich muss mir ja selbst irgendwie eine Regel machen. Auf YouTube habe ich nichts bekommen. Du hast auf YouTube nichts bekommen. Okay, ich mache jetzt mal ganz kurz Skype an. Das ist komisch, dass du da nichts bekommen hast eigentlich. Ich mache jetzt mal kurz Skype an. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt diesen Stream hier lahmlegt. Gucken, ich glaube, es geht gar nicht. Ja, kann ich gar kein Skype anmachen? Ich glaube, ich kann gar kein Skype anmachen, während das Ding hier läuft. Nee, geht gar nicht. Ah doch, Skype wird aktualisiert. Jetzt wird Skype aktualisiert. Toll. Ich hoffe, das legt jetzt dieses Video hier nicht lahm. Hast du immer noch nichts auf YouTube bekommen? Ah, Moment, jetzt komme ich bei Skype rein. So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Leslie, wo bist du? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo bist du denn? Oh, hier, Knichel-Wichtel-Konferenz geht's ja ab. Da komme ich jetzt aber nicht rein. Nein, komme ich nicht rein. Wo bist du denn? Wieso finde ich dich nicht, Leslie? Jenja? Sam? Leslie? Wer heißt du denn da nochmal? Ist doch Leslie da. So unter L-E. L? Wo bist du denn? Find dich nicht. Schreib mich mal an bei Skype, Leslie. Leslie, schreib mich mal bitte an bei Skype. Ich finde dich gerade nicht. Warum auch immer. Heißt du da auch? Nee. Warum finde ich dich da nicht? Hä? Hast du dich umbenannt? Hä? Ich finde dich nicht. Schreib mich mal an bei Skype. Ich mache jetzt hier erstmal weiter. So, nächste Frage. Könntest du dein Alter in ein kompliziertes mathematisches Rätsel verpacken? Nö, habe ich jetzt keine Lust zu. Dauert zu lange. Ey, Leslie, wo bist du? Warum finde ich dich nicht? Das lässt mir jetzt gerade keine Lust. Ah, bist du da? Ja! Hast du es jetzt über... Ich glaube mit Kopfhörer. Boah, erschreck mich doch nicht so. Bist du auf einmal da? Ja, ich tauche aus dem Nichts auf. Wie Darkwing Duck. Hallo, Leslie. Moment. So. Alter. Man kann nicht genug vom Winkel bekommen. Ich hab's dann doch über YouTube gefunden. Jawohl. Aber das kam erst nicht an.
Und dann habe ich nochmal geguckt und dann kam es irgendwann an. Und es ist halt so, also langsam haben sie einfach ein Schattenlicht. Weil ich habe geguckt, wo ist das jetzt? Und ich so, okay. Oh nein, das Design ist schon wieder anders. Okay, wo gucke ich jetzt? Und dann, Videomanager und dann, Community, wow, sie nennen es plötzlich so. Und dann guckst du da rein so, okay, was jetzt? Oh, Nachrichten. Und dann guckst du durch und da war halt erst noch nichts. Und dann habe ich vergessen, wo das nochmal war. Und dann habe ich nochmal reingeguckt. Und dann habe ich es gefunden, ja. So, Leslie, Ich stelle mir mal ganz kurz vor, das ist die Leslie, die heißt Somehow Creative auf YouTube und die macht ganz, ganz tolle Musik, weil sie auch sehr schön singen kann. Ich habe in Ewigkeiten nichts mehr gemacht. Aber ihr könnt euch die alten Videos angucken, die sind ganz toll. So, mal die nächste Frage. Bringst du das Wörterbuch zum ISC mit? Die wollen alle, dass ich das klingonische Wörterbuch mitnehme zum ISC. Ach, das ist von Star Trek, ne? Das ist Star Trek, genau. Verdammt. Ich habe gut wie nie was geschaut. Doch, ein Film. Und ich habe sogar die Anspielung verstanden. Ich war so stolz. Juhu! Der war ganz so, cool. Der war mit so zeitversetzt. Fehlte, was für ein Aftershave benutzt du? Sehe ich aus, als wenn ich mich rasiere? Also wenn ich mich für Stücke rasiere, dann ist das Nivea, habe ich da. Ah, das ist alles. Kann man dich auf Skype adden? Nein, man kann mich nicht auf Skype adden, weil Skype benutzt ich tatsächlich. Nur für Familie und enge Freunde und anderen YouTubern. Sachen austauschen muss. So wie die liebe Leslie hier. Nein, Andrea, schreib, um das Rätsel deines Alters zu lösen. Nein, Andrea, du löst es nicht. Ich habe auch nur 62 Abos. Ja, also nochmal mit den 62. Ich habe diese Abo-Regel jetzt gemacht, um halt ein bisschen Gerechtigkeit reinzubringen. Weil wenn ich einem hier erlaube, hier reinzukommen, dann wollen alle. Und deswegen setze ich einfach diese Grenze, um da irgendein Limit reinzusetzen. Wie findest voll du das? Voll gemein, das ist voll nicht okay. Wieso? Ich frage mich einer, wie findest du das Musical Jesus Christ Superstar? Ich kann nur auch da antworten, indem ich das Musical suche, finde ich es. Nein, ich finde das toll, wir haben das selber auch schon gespielt mit der Musical Company übrigens. Das ist jetzt 12 Jahre her, glaube ich, da haben wir das mal gespielt. Was gibt das denn alles? Was ist das? Oh ja. Nur kann man sie ab und zu sehen. Ah, hier fragt jemand, warum man dich nur ab und zu sehen kann. Man kann sie doch immer hier unten sehen. Ich kann ab und zu, weil ich sie anklicken kann. Guck mal, jetzt hier, zack, da kann man das hier sehen. Guck mal, ich habe was für Max. Wenn es nicht funktioniert. Warte. Geht das? Kann ich mir nicht diese Dinge aufsetzen? Es ging noch mal. Was? Wovon? Diese Effekte, da gibt es nämlich so eine Clown-Maske. Ja, was? Das ist ein Clown gefrühstückt, wa? Muss ja aus deinem Mund rauskommen. So, und wenn ich jetzt wieder auf mich klicke, dann sieht man mich wieder. Deswegen kann man sie manchmal sehen, manchmal nicht. Aber ihr könnt sie immer da unten sehen oder wo auch immer. Also bei mir auf dem Fernseher ist sie da. Ich bin bei mir selbst in der Ecke unten. Bist du? In der Ecke. Ah, bist du da? Da wo immer nervige YouTube-Dinger sind. Bist du da? Rechts unten bei mir bin ich selbst. Bei mir bist du da. So, ich habe dir schon mal gesagt, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Stimmt, und ich fühle mich 10 Jahre jünger, mindestens. Das ist so. Ich fühle mich nämlich wie Mitte 20, so jetzt. Der gute Knieche ist 3 Jahre älter als ich. Ah, gut. Kannst du mal eine Roomtour machen? Ja, 2 Minuten. Also, pass mal auf. Ganz einfach, eine Roomtour könnt ihr sehen in meinem 1000-Abonnenten-Special. Da zeige ich, glaube ich, fast jeden Raum. Vor allem die Küche, die ist sehr groß. Guckt es euch einfach an. So, die nächsten 3 Stunden gucken. Hat hier jemand. Ich befürchte es auch. Ich wollte eigentlich das nur mal antesten und jetzt kommen 1000 Fragen hier. So, kannst du Lord Abaddon reinziehen? Das wäre mal eine Maßnahme. Ich frage ihn mal, ob er mit rein möchte. Ich frage ihn einfach mal. Ich frage ihn mal kurz. Ach, wo ist denn das? Ja, genau. Was ist das denn? Ich liebe das, wenn das jemand noch nicht kennt. Das ist so praktisch. Hey, ja, wollt ihr, dass Max kommt? Entschuldigung. Ich konnte es nicht fassen. Ach, ich bin so schön zynisch.
Gar nicht weg. Oh mein Gott. Boah, das ist ja voll, voll gut gemacht. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehabt. Ich habe ihm per WhatsApp geschrieben. Mal gucken, ob er das sieht. So. Wie heißt die YouTuberin, die mitmacht? Die heißt Leslie und heißt auf YouTube. Thumbhauke. Schon wieder. Da bist du wieder. Hier, da wird wieder nach dir gefragt. Thumbhauke Creatives. Ne? Mit S hinten, oder? Ha? Oder? Was? Thumbhauke Creatives. Englisch. Irgendwie kreativ. Ohne S. Sehe ich gerade. Thumbhauke Creative nur. In einem Wort. Ja, man kann es sein. Ich weiß es gerade selbst nicht. Ja. Mal gucken, ich glaube, man hat Max geantwortet. Oh mein Gott, mein Nachbar stampft wieder wie ein Pferd. Ey, das ist unglaublich. So geil, ich wollte gerade meinem Freund zeigen, ja, hier, guck dir, das kannst du dir angucken, welche Nische. Und so, welcher von den fünf? Das ist nämlich diese Phase, wo man immer weggeklickt hat und dann hat das einem so 1000 Google Plus Accounts erstellt. Bei dir nämlich wirklich, ich hab dich gesucht auf Google Plus und dann war das mal 20 Niches, ja. Und dann habe ich dich nur gefunden, weil die eine Seite, da hast du halt schon was geteilt oder so. Und bei den anderen Sachen war halt komplett leer. Und das war bei mir auch so. Ich habe auch zweimal Somehow Creative. Zwei Accounts und der eine ist komplett leer, weil, ja, das, warum auch zweimal, das ist jetzt einfach zweimal da, weil ich es einmal weggeklickt habe. Nein, ich möchte das nicht nochmal, weil ich hatte schon Google Plus. Ich habe es jetzt doppelt und jetzt habe ich es dreifach irgendwie. Mal gucken, ich versuche gerade mal Max hier rein. Verdammtes Copy Past, was? So, Philipp, Alter. So, okay. Ich muss mal kurz. Oh nein, der Fragenstrom reißt ab. Wie, der reißt ab? Aber das sind die alten Sachen, glaube ich. Also, welche Instrumente du spielst. Siehst du das? Kannst du ich das? Frage, ich kann das so ein- und ausblenden. Chat passiert halt irgendwie nichts. Aber dafür dieses Frage-Antwort-Ding kann ich auch einblenden und dann sehe ich das. Mhm. Aha. Das siehst du auch. Effekte forever, ja. So schlechte Effekte sind auch toll. Alright, also nächste Frage. Ich glaube, du kannst nur die sehen, kannst du auch die sehen, die noch nicht beantwortet sind? Ja, das ist die Frage. Da waren ja auch manchmal welche doppelt. Also, wenn du eine vorliest oder auswählst, dann wird es ja oben schön blau angezeigt. Und genau. Okay, dann siehst du das auch. Das ist witzig. Hier fragt einer, kann es sein, dass dir die Fragen ausgeben? Nee, irgendwie gehen die nicht aus, das wäre schon. ich tut mir leid. Ich widme mich dann jetzt mal wieder den Fragen. Okay. Wo liest du denn, Knichel? Ich habe auch knapp über 1000 Abos. Würd gern mit in den Hangout. Oh. Wer ist das denn? Kenn ich die? Let's Play. Das muss ich jetzt mal überprüfen. Ja? Oh. Was denn? Hey, die hat Project, nimm die rein, die hat Project Zero im Banner. Und das ist ein tolles Spiel. Es ist ein Horror-Survival-Spiel. Ich liebe Project Zero. Ja, sie hat knapp über 1000. Ja, also. Die kann ich mitnehmen. Ich schreibe dir. Okay, sie sind über knapp 1000. Ich ziehe sie mit rein. Ich schreibe dir über. Ich schreibe dir den Link auch über YouTube. Wo war denn das nochmal? Ich finde es selber nicht mehr. Nachricht senden. Ich schreibe dir eine Nachricht über YouTube mit dem Link. Dann kannst du rein. Jetzt habe ich natürlich die Gefahr, wenn ich jetzt hier so viele Leute reinhole, dass es noch wieder interessanter wird und ich gar nicht zu Max komme und Max wartet schon auf mich. Wir wollten heute Agent of S.H.I.E.L.D. weiter gucken. Das wollte ich noch anfangen. Bist du schon mal im Urlaub geflogen? Wenn ja, wo warst du schon? Ich war, also mir fehlt nur noch ein Kontinent, Australien, sonst war ich eigentlich überall. Oha. Warst du auch schon? Okay, Kontinent. Aber warst du schon in Japan? Nee. Ja, ich meinte Kontinent. Also Kontinent. Ich sehe jetzt nicht alles auf. Ja. Ja. So. Oh nein, der Fragensturm reißt ab. Welche Instrumente spielt. Nein, der reißt nicht ab. Ich habe nur gerade keinen beantwortet.
Welche Instrumente spielst du? Ich spiele keins perfekt. Ich spiele am besten, glaube ich, von allen Gitarre. Aber alles nur so ein bisschen. So, okay, weiter. Effekte Forever, ja? Da hat jemand geschrieben, Effekte Forever. So, ich hasse das, dass man keine Spalte runterrutschen kann. Kann man dich zum Kaffee einladen? Wie? Keine Spalte runterrutschen? Wie ist das denn gemeint? Ich weiß jetzt auch nicht genau. Ich verstehe nämlich immer alles falsch. Ich verstehe auch alles versaut. Und wenn ich höre, eine Spalte runterrutschen. So, warte mal. Nicht leucht, wir sind unter uns. Ich habe dir den Link über Facebook geschrieben. Eigentlich, wenn die noch zugucken würde, könntest du auch Miriam reinholen, aber wenn ich jetzt wüsste... Stimmt. Sie guckt gerade Buffy. Oh, cool, Buffy hat es früher auch sehr gerne geguckt. Vor allem die Musical-Folge, die ist sehr geil. Ich habe das nie geguckt. Ich habe mal reingeschaltet und fand das irgendwie lame. Vielleicht war ich zu jung, keine Ahnung. Obwohl ja andere fand es toll. Was habe ich denn damals geguckt? Keine Ahnung. Ich habe einfach die Kommentare gespielt. Ist an mir vorbeigegangen, Buffy. So, hier hat einer geschrieben, Michel. Was ist das jetzt? Knieche? Ja, Knieche. Frage. So, also, hallo Knieche, ich bin nun auch da. Aber das ist ja jetzt im Prinzip ein Video an einem Donnerstag. Stimmt, ja. Ich mache ja auch nicht nur Videos am Mittwoch, ne? Wenn ich komme, muss ich auch mal einen anderen Tag ein Video so. Was ist das denn? Nazuef in den Chat reinschreiben, bitte. Nein. Was auch immer. Summer Creative, ja, da hat sich wer erkannt. Halloween-Kind. Das war, glaube ich, Jackie Halloween-Kind. Vivi, Konfi? Vivi, ich soll dich fragen, ob du mit in die Konfi kommst. AOS, ich liebe die Serie. Wie weit seid ihr beiden? Ich bin bei der letzten Folge. Ich habe das Finale gesehen und fand es sehr legendär. Aber Max noch nicht und ich will das unbedingt mit ihm zusammen gucken. Spielst du uns was vor? Das war klar, dass das kommt. Nee, das machen wir mal wann anders mal. Wir machen mal ein Hangout, wo wir nur einen Konzertabend machen. Und das funktioniert dann voll gut, weil das überhaupt nicht versetzt ist. Also nicht zusammen. Ja, einzelne. Das würde natürlich nicht funktionieren, wenn ich mit dir was zusammenspiele, du auf Klavier, ich auf Gitarre. Das würde natürlich nicht funktionieren. Klavier weiß ich nicht, ob es geht. Es ist geplant, nee, das geht nicht, habe ich schon probiert. Es wird einen Hangout geben, wo ich nur mit Dr. Tief unser ganzes Programm runterrattern werde. Und ihr könnt den einfach. Den mag ich voll. Ich finde den so cool. Ich finde, der ist so cool. Und dann das Beste, ihr als Duo, das ist so perfekt. Das ist so das perfekte Duo. Einfach weil du so. Aber ich weiß nicht, es passt. Ich kenne mich ja auch schon seit Ewigkeiten. So, guck mal, hier steht, okay, das mit der Spalte kann wirklich falsch. Meinte das eigentlich so, dass man mit Shift und Enter drückt, einfach eine Zeile Spalte runterrutschen. Wenn man Shift und Enter drückt, dann, wie war jetzt nochmal die Frage? Jetzt habe ich die Frage dazu vergessen. Scheiße. Ich auch. Ach, lass mich doch kleinlich sein. Je mehr Videos von dir, desto besser. Ja, Fabian. Oh. Okay, das Zirpen war passend, schreibt hier einer. Von dir, dein Zirpen vorhin. So was hier, wenn all deine Abonnenten sich gegenseitig abonnieren, haben alle über 1000 Abos, ja. Aber dann haben wir das gleiche Problem und dann würde ich das, glaube ich, noch höher setzen. Wieso, die können sich ja alle, kann ja nur einer haben und die abonnieren sich alle und dann gehen sie zu dem nach Hause, machen eine Pyjama-Party und dann gehen sie ins Hangout. Ja, so würde es auch gehen. Was hältst du von Mangas Animes? Ja, war ich ehrlich gesagt nie so ein Fan von. Weil es war nach meiner Zeit, dieser ganze Manga. Nach deiner Zeit, hallo? Ich gibt es seit den 60ern? Mila? Ja, gut, stimmt. Es gab sogar mal wirklich einen Manga, also gut, die Mangas habe ich nie gelesen, so, aber dass es erst so hier war mit Mangas und so, das war tatsächlich nach meiner Zeit. Dieser Hype von den Mangas in Deutschland war früher nicht so verbreitet. Ja, also der Hype studiert den Hype natürlich nicht. Ja, es gab auch viele früher. Ich habe früher mal tatsächlich Manga-Filme gerne geguckt. Und zwar gab es da einen, das hieß Die Raumpatrouille. Kennst du das? Das habe ich geliebt sogar. Das war so ein Manga-Film. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kenne ich den anderen Titel, nur nicht auf Deutsch wieder. So, das kann sein. Früher war es auch nicht so, dass man die englischen Sachen kannte. Also in der heutigen Zeit gucken die Leute tatsächlich mehr englische Sachen, weil es einfach das gibt, weil es das geht.
Weil ich hole viele alte Sachen nach. Aber früher gab es halt nur VHS-Sachen mit den deutschen Tonspuren. Da gab es das noch nicht. So, aber kennst du Thundercats? Ja. Ja, habe ich auch. Und da haben Japaner mitgearbeitet, deswegen war das so gut für die 80er, weil ich meine, die ganzen Cartoons, die in den 80er rauskamen, die waren jetzt nicht so geil. Also von der Animation her. Und dann kam Thundercats. Oh, das ist so toll. Das ist so richtig. Ich habe He-Man geliebt. Für mich war He-Man. Oh Gott! Das konnte ich früher. Also, okay, so alt für bin ich jetzt nicht, aber es wurde auch nochmal in den 90ern ausgestrahlt. Aber diesen alten He-Man konnte ich einfach nicht angucken. Das ist der Frisur, das geht. Nee. Da sucht dich jemand. Jemand, hier hat einer geschrieben, ich finde sie nicht, kannst du es nochmal buchstabieren. Also, somehow creative. Das wird buchstabiert SOMEHOW CREATIVE. So, nochmal. Zum Mitschreiben. Ich hoffe, ihr habt das stimmt. SOMEHOW CREATIVE. Und guckt euch die Lieder mal an. Sie hat eine wunderbare Stimme. So. So, Peter. Weiter Fragen. Michael, das war die Antwort auf deine Frage wegen Spalterutschen, weil du es nicht verstanden hast. Ja, aber ich weiß nicht mehr was. Du da geschrieben hast mit Spalterutschen. Ich weiß nur, Spalterutschen war alles. Oh, es war einmal das Leben. Jetzt ja, haben wir alle geguckt. Es war einmal das Leben, das kenne ich wirklich. Das haben wir alle geguckt. Da haben wir ja, das früher ist, läuft da gerade. Hat ja gerade jemand geschrieben. Gut, wer ist denn da zu uns gestoßen? Ja, die Let's Playerin da. Richtig, Tina! Hallo Tina, du hast ja gar keine Webcam. Du hast ja gar keine Webcam. Doch, eigentlich ist er an. Die ist hier gar nicht an, warum eigentlich nicht? Ich sehe dann auch nur ein Bild. Ich sehe nur ein Foto. Hm. Und jetzt ist bei mir Knieche weg. Ah, wo ist das Bild hin? Wieso bin ich denn jetzt weg? Ich weiß es nicht, man hört dich noch, aber man sieht dich nicht. Was? Jetzt sehe ich dich wieder. Oh Gott. Also, es war einmal das Leben, da gab es die Anfangsmelodie, die ging irgendwie: Spürst du es in dir, das schöne Leben? Und dann haben wir immer daraus gesungen: Mit Schnaps und Bier. Aber das war nicht in Wirklichkeit so. Den echten Text kenne ich gar nicht mehr. Aber ich muss dazu sagen, dass ich jetzt überhaupt gar keinen Alkohol mehr trinke. Überhaupt null. Das ist eigentlich sehr löblich. Ich sollte da vielleicht auch mal dran denken. Tanz in den Wald. Wenn du dir eine besondere Fähigkeit wünschen könntest, welche wäre das? Ach, André macht auch mit hier. Welche wäre das? Also beamen wäre geil. Wenn ich einfach so teleportieren könnte, das wäre geil, weil dann könnte ich überall mal Fan-Treffen machen auch. Und ich könnte vor allem Freunde besuchen, die ich ganz selten besuche. So, wie viele Zuschauer hast du momentan? Jetzt sind es nur noch 29. Es wird spät. Das heißt, es werden bestimmt noch weniger Fragen. Und was auch bedeutet, dann kann ich bald mal zu Max. So. Ah ja, hier schreiben wir auch schon wieder, dass Leute abhauen. Hab weiter Spaß, ich gehe Buben machen. By the way, Heidi. So. Tina, du machst Let's Plays. Richtig. Das wäre cool. Und du bist ein... Es machen auch sehr, sehr viele Frauen heutzutage Let's Plays. Anscheinend. Tatsache. Wo kommst du denn her? Es werden immer mehr, ja. Wo kommst du denn her? Circa anderthalb Stunden von Berlin entfernt. Aus einer kleinen Stadt. Ich will auch nur eineinhalb Stunden von Berlin entfernt sein. Ich wohne länger von Berlin weg. 4 Stunden fast. Ne, 3, glaube ich. 3 Stunden war es. 3 Stunden wohne ich. Doppelt. 6 Stunden und mein Freund wohnt da. Was hältst du vom neuen RTL 2? Ich gucke ja kein Fernsehen. Keine Ahnung. Nächste Frage. Alter. Nie wieder im Liegen trinken. Ich habe mir gerade 1 Liter Wasser ins Gesicht geschüttet. Ich suche mal einen Handtuch. Gleich. Ja. Viel Spaß. Ich probiere das jetzt auch mal. Das kann ja nicht so schwer sein. Im Liegen trinken. Also, wie hast du das gemacht so? Jetzt bei mir das Bild wieder weg. Nein. Also ich kann's, Fabian. Ich kann's. So, edgy bitch. Hey, guck mal. Passt doch. Memories. La, 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 la.
Hallo Max, Max! Max, es tut mir leid, ich wollte schon die ganze Zeit zu dir kommen, aber die stehen die Fragen. Hass. Es tut mir leid, ich komme gleich. Ich habe auch schon gesagt, wir gucken heute Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, so viel Zeit habe ich auch nicht mehr, ne? Was? So viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Hast du nicht? Nee. Ach, du wusstest ich gar nicht. Ich muss morgen um 9 wieder in der Zentrale sein. Das wusste ich nicht. Dann, ja, dann mache ich jetzt nicht mehr lange. Okay, ich setze jetzt meine Zeit. Ich mache jetzt bis 10:30 mache ich jetzt noch. Fertig. So, dann habe ich... Und kannst du dann noch überhaupt, wenn ich dann zu dir komme? Ich brauche auch eine Dreiviertelstunde zu dir. Ja, ja. Ja, okay. Also ja, ich mache jetzt... Bring Essen mit. Bis 10:30 mache ich jetzt diesen Hangout noch und beantworte Fragen und dann mache ich Schluss. Und Essen? Ich habe echt Hunger. Scheiße. Es gibt um die Uhrzeit nichts mehr zu essen. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe nicht zu Kentucky Fried Chicken, das ist so ekelhaft. Ja, fax rüber. Veleritas an die Macht, hat hier einer geschrieben. Ja. So. Nimm einen Film, den du magst oder zuletzt gesehen hast, ersetze ein Wort des Filmtitels durch Schnitzel. Man findet bin dann mal wieder weg. Das mal hier. ich hab Hunger und ihr schreibt was von Schnitzeln. Tschüss. Ah, das war's, Leute, das wollte ich. Ach, das ist so toll. Max ist wieder rausgegangen. Von wo kommt ihr denn? Ich wohne auch nahe Berlin. Okay, ich komme aus Hamburg. Leslie? In Heidelberg. Im Süden. Mein Herz in Heidelberg. Ja, du kennst das sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Niemand kennt das. Und jeder ist immer genervt, wenn ich da so voll auf so Famous mache. Ja. Welche von den Frauen? Was ist das denn für eine Frage? Welche von den zwei Frauen haltest du für attraktiver? Also, ich kann jetzt sagen, Leslie ist sehr attraktiv. Die kenne ich auch. Tina kenne ich noch nicht und ich habe auch nur ein Foto hier. Ich finde das aber hübsch. Aber das Foto ist auch sehr attraktiv, muss ich sagen. Oha. Warum auch immer ich kein Video empfange, ich weiß es nicht. Ich verstehe das ja nicht. Meine Kamera ist eigentlich an. Komisch. Sehr merkwürdig. Max war auch gerade. Max wollte nur mal kurz meckern. Komm her hier. Muss man sich... Nee, das geht nicht. Was magst du mehr, Gemüse oder Früchte? Ich muss dazu sagen, dass ich gegen jetzt Früchte... Jetzt sehe ich sie! Geht's? Ja, ich habe einfach mal auf dein Bild geklickt. Cool. Also zumindest geht es jetzt. Also ja. Ja, und es ist ein Piercing. Und der ist cool. Ja. Hallo, grüß dich, Tina. Ja, hi. Wir kennen uns übrigens. Ich hatte irgendwo unter dem Video mal geschrieben, dass du mein persönlicher Ausbilder Schmidt bist. Ist das so? Falls du dich noch erinnern kannst. Weiß ich jetzt leider ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber es tut mir leid. Also ich glaube, das war das erste Mal, als du bei Lord Abaddon als Doc Tessa zu sehen warst, wo ich meinte, du erinnerst mich echt übelst an Ausbilder Schmidt. Ja, jetzt erinnere ich mich sogar ein bisschen. Stimmt. Lass mich nochmal ganz schnell die paar Fragen. Bitte stellt jetzt keine Fragen mehr, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich muss gleich, um 9:30 mache ich den aus. Ich beantworte jetzt noch ganz schnell diese Sachen und dann, so Heidelberg war ich letzte Woche, hat einer geschrieben. Schade, ich wollte Max. Nee, Max wartet. Max ist jetzt sauer, der wartet ja schon lange auf mich. Mal so einen richtigen Awkward-Moment. Was ist denn ein Awkward-Moment? Leslie, hilf mir. Was ist ein Awkward-Moment? Awkward, also so merkwürdig, so. Du, kennst du das, wenn diese peinliche Stille entsteht und man sich nichts mehr sagt? Achso, wie jetzt gerade, weil ich nicht weiß, was ein Awkward-Moment ist. Zum Beispiel, ja. Achso, ja, den hatte ich gerade übrigens. So. Oder wenn man halt irgendwas sagt und das total falsch rüberkommt, dann überlegt man erstmal, ach nee, scheiße, ich meinte das eigentlich so und so. Also, ah, okay. So, weißt du das? Guck mal, Heidelberg, das ist schon fast in der Nähe von mir, Stadt Fabian. Heilbonner hier. Könnte Leslie besuchen, wenn ich wollte. Zumindest leicht als Dichtknichel. Ja, Heilbronn ist nicht zu weit weg. Max, ich kann dir das Ende von Agents of S.H.I.E.L.D. spoilern. Hier verrät niemand. Hier spoilert niemand. Ich bin absoluter Spoiler-Gegner. Ich habe aus Versehen die erste Staffel vom Doc Tessa einem Fan gespoilert. Aus Versehen. Mag jemand Game of Thrones? Stimmt. Nee. Was hältst du von Attack of Titan? Kenne ich nicht. Ich muss jetzt ein bisschen schnell machen, weil ich muss jetzt in 3 Minuten dieses Ding hier beenden. Kannst einmal Macarena zum Abschluss. Macarena! Macarena heißt das.
Das zum Abschluss tanzen. Habe ich auch mal sogar in einem Stück getanzt. Das mussten wir in der Grundschule tanzen. Okay, kann ich gleich zum Abschluss machen. Ich muss morgen erst um 8 Uhr aufstehen. Ich bleib hier. Nein, ich mach gleich. Kennst du My Little Pony? Ja, My Little Pony ist schon. Ja. Flattercord! Lord. So, auf was am Summercamp freust du dich am meisten? Auf alles, auf wirklich alles. So, jetzt danke, dass ihr tatsächlich keine Fragen mehr gestellt habt. Ich habe ja eben gebeten, bitte stell keine Fragen mehr, damit ich das bis um 9:30 schaffe. Sie halten sich dran, das finde ich total nett. Das ist echt. Ich habe tolle Abonnenten, oder? Den sage ich, was sie halten sich dran. Und da kommt eine Frage, war klar. Also, war nur so, es war schön mit dir zu talken. Ich spiele jetzt richtig so. Das war nur ein Tschüss. Okay. Oh. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Tina, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Man hört übrigens, aus welcher Gegend du kommst. Ich finde das klasse. Ich stehe da drauf. Ja, fällt ein bisschen auf, ja. Finde ich auch wirklich gut. So, und jetzt beenden wir das heute Abend, damit ich endlich mit Max gucken kann. Was esse ich denn dann mal? Das ist echt scheiße, dass da jetzt. Max hat doch eigentlich immer Zwiebeln und Tomaten da. Also sollte. Und Knoblauch. Du kannst Knoblauch essen. Und ja, scharfe Soßen trinken. Das stimmt, das könnte ich nicht bei Max. Ja. So, okay. Jetzt. Macarena. Das ist zum Schluss und wir sehen uns. War schön, mit euch geplaudert zu haben. Ja. Viel Spaß bei Max. Hier jetzt schon die Leute. Also bis zum nächsten Hangout, da werde ich auch Themen vorgeben. Ne? Also bis dann, macht's gut. Tschüss. Bye.